Servus Leute, hier ist der Dennis und ich begrüße euch ganz herzlich hier zum fünften Rennen, zum fünften Part der F1 2015 Mod-Karriere. Weiter geht es in dieser Kurzsaison mit insgesamt nur 7 Rennen mit dem großen Preis von Belgien am Circuit de Spa-Francorchamps. Wir starten natürlich wieder von Startplatz 18 hier ins elfründige Rennen hinein in Belgien. Hier kurz die Startausstellung im Überblick. Daniel Ricciardo startet von der 1, dahinter dann Felipe Massa, den ich übrigens als meinen Rivalen ausgewählt habe. Ich glaube, zur Auswahl standen Daniel Ricciardo, Felipe Massa und ich glaube, Hülkenberg war das noch, der da noch zur Auswahl stand. Mir war es ehrlich gesagt egal. Also habe ich einfach mal Massa ausgewählt. Deswegen hat jetzt irgendwie keinen großen Grund gehabt. Einfach so habe ich jetzt Massa ausgewählt, weil ich den Williams halt auch cool finde. Vielleicht fahren wir ja dann in der nächsten Saison im Williams. Hatten wir ja auch noch nicht. Also wäre schon, ja, mal was Neues. Dann auf der 3 unser Teamkollege Lewis Hamilton, dahinter dann Daniel Kvyat, Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen und Sergio Perez auf Platz 10. Wie gesagt, 11 Runden werden hier nur gefahren. So wie die 11 Runden ist auch unser Ziel der 11. Platz oder eben halt ein besseres Ergebnis vom Team als ja Ziel für das Rennen. Ich denke mal, das sollte schon machbar sein, der 11. Platz oder eben halt ein besseres Ergebnis. Rennstrategie wäre dann, wir starten auf den weicheren Reifen, auf den gelb markierten Softreifen und gehen dann in der 5. Runde an die Boxen und wechseln dann auf die, ich glaube, weiß markierten Medium-Reifen. Glaube ich, müssten in dem Fall die härteren Reifen sein. Und was ich jetzt auf jeden Fall noch sagen wollte, ist danke für, glaube ich, 17 Likes sind das gewesen, auf den 4. Part, auf das Rennen in Österreich, auf den großen Preis von Österreich. Rennen Nummer 4, Part Nummer 4 hatte, glaube ich, 17 Likes, also danke auf jeden Fall dafür. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das Projekt so gut bei euch ankommt, weil F1 zwar gute Resonanz bekommen hat, aber nicht so gute Resonanz. 17 Likes, ich glaube, der erste Part hat 30 Likes, also ihr eskaliert da richtig. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der heutige Part vielleicht 10 Likes packen könnte. Wäre auf jeden Fall richtig nice von euch. Und dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir jetzt ins Rennen hinein in Spa-Francorchamps. Eine wirklich sehr legendäre Strecke. Hier hat Schumacher seinen ersten Sieg gefeiert, damals noch im Benetton. Ob wir heute auch einen Sieg feiern werden, werden wir dann im Verlauf des Rennens sehen. 11 Runden werden nur gefahren, aufgrund der Länge der Strecke. Und dann würde ich einfach mal sagen, legen wir los. Der zebra-gestreifte Red Bull, der ja eigentlich jetzt mittlerweile beim Rennstart, man hat ja gesehen, das Auto hat ein normales Design. Trotzdem hier im Mod anscheinend noch zebra-gestreift, muss sich ja noch ändern jetzt in nächster Zeit. Auf der Pole, und dann würde ich einfach mal sagen, geht's los. Die Ampeln sind an und der große Preis von Spa geht los. So, natürlich mal wieder die beiden Williams vor uns, wer hätte es gedacht. So, die erste Kurve ist gefährlich, das wissen wir. Und da fliegen auch schon die ersten Teile. Ein Ferrari hat keinen Frontflügel mehr, der McLaren hier neben uns. Ich glaube, das ist der Button, hat auch keinen Frontflügel mehr. So, Räikkönen lässt uns natürlich hier ganz locker vorbei. Hat halt keinen Frontflügel. Und wer sich jetzt fragt, was ich vom Rennen gehalten habe zu den einzelnen Leistungen, weil heute ist ja Montag, der 16., das Rennen war ja gestern in Australien. Wer sich jetzt fragt, was ich davon halte, Mercedes Doppelsieg auf jeden Fall vor Vettel, das auf jeden Fall dazu. Für die Leute, die das Rennen vielleicht nicht gesehen haben, übrigens Sebastian Vettel, den haben wir eben gerade überholt für Platz 8. Jetzt vor uns Nico Hülkenberg, wer auf jeden Fall meine Meinung jetzt zum Rennen hören will. Ich kann ehrlich gesagt nichts wirklich groß dazu sagen, weil ich das Rennen nicht wirklich gesehen habe. Ich glaube, ich habe wie viele Runden gesehen? 13 habe ich gesehen, weil ich erst irgendwann in der 43. Runde wach geworden bin. Und die Wiederholung habe ich mir ehrlich gesagt nicht angeguckt, weil ich schon, wenn ich das Rennen gucke, dann will ich schon natürlich das live sehen und nicht hier irgendwelche nachgezeigten Bilder, wo nicht mal, glaube ich, das Komplette gezeigt wurde. Also da wollte ich ehrlich gesagt nicht die Wiederholung mir angucken. Also mir haben auch schon die letzten 13 Runden gereicht, weil es anscheinend nicht so wirklich das spannendste Rennen war, wie man zumindest mitbekommen hat. Wie gesagt, Doppelsieg für Mercedes, dahinter dann Sebastian Vettel auf der 3. Sehr gutes Ergebnis auf jeden Fall für Ferrari. Jetzt das letzte Podium war 2014 für Fernando Alonso in China. Und Vettel zeigt schon mal direkt, dass der Ferrari auch schon im ersten Rennen in Australien, meistens Australien ja keine wirkliche Strecke für Ferrari, dort schon podiumsfähig ist. Hat sich da durchgesetzt gegen Felipe Massa, Kimi Räikkönen leider ausgeschieden. Wie mir zumindest mein Vater geschildert hatte, hat er da anscheinend bei einem Boxenstopp irgendwie die Mutter nicht richtig fest gehabt, eben halt am Reifen und dann anscheinend irgendwie nach paar Metern schon ausgeschieden eben halt, weil der Reifen natürlich weggefallen ist. Und das auf jeden Fall dazu. Viele Ausfälle, ich glaube nur 11 Autos sind generell ins Ziel gekommen, also
Da sind generell sehr viele Ausfälle gekommen. Kimi Räikkönen nicht der einzige, der ausgefallen ist. Gab es auf jeden Fall noch einiges mehr. Schwache Leistung von McLaren konnte man festhalten. Nach dem 17. und 18. Platz im Qualifying nur der 11. Platz für Jenson Button im Rennen. Also das war der schlechteste Platz. Es waren auch nur 11 Autos im Rennen. Übrigens jetzt hier das Überholmanöver an Valtteri Bottas. Wer stark war, kann man sagen, ist Sauber. Ich glaube, der Nasser war auf der... wo war der nochmal? Auf der 5, glaube ich, war der. Hat sich ja sogar durchgesetzt gegen den Daniel Ricciardo. Teamkollege von ihm, Danny Kvyat, ebenfalls ausgeschieden. Da weiß ich aber nicht, was passiert ist. Also ich weiß nur, dass Kimi Räikkönen ausgeschieden ist, weil mir das mein Vater ihm halt gesagt hatte, weil er das noch gesehen hatte. Er selber auch hat das Rennen nicht immer wirklich komplett gesehen, konnte eben halt auch nicht wirklich schildern, was da alles passiert war. Ich glaube, er hat ab der 29. Runde angefangen zu gucken und ich, wie gesagt, ab der 43. Also wirklich viel habe ich jetzt nicht mitbekommen vom Rennen. Halt noch den Kampf zwischen Felipe Massa und Vettel und eben halt noch so ein paar Einzelkämpfe. Ich glaube, Teamkollege von Nasser Eriksson war auch irgendwie auf der 8 oder 9 oder so. Also man kann auf jeden Fall festhalten, Sauber ist wirklich sehr gut im Vergleich zu... zum letzten Jahr hat man jetzt, glaube ich, schon 10-mal so viele Punkte geholt. Ich meine, allein durch Nassers Platz mit der 5 kriegt man ja 10 Punkte und plus Eriksen Platz 8, das sind 4, das sind 14 Punkte. Letztes Jahr hatte man, glaube ich, wie viele? Hatte man überhaupt letztes Jahr Punkte bei Sauber? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Wenn ja, dann vielleicht 1 oder 2. Also es ist schon eine große Steigerung für Sauber. Und ich sehe gerade, dass Hamilton auf der 1 ist und das gefällt mir gerade gar nicht. Also da müssen wir versuchen, nach vorne noch zu kommen. Und ja, so viel auf jeden Fall dazu. Anscheinend die Mercedes-Dominanz geht weiter. Ferrari scheint das zweitstärkste Team zu sein, was mit Red Bull los war. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Das Auto scheint nicht wirklich so gut im Takt zu laufen wie letztes Jahr. Dort war man ja ganz klar das zweitbeste Team hinter Mercedes. Aber dieses Jahr scheint man sogar noch hinter Sauber zu hängen. Denn Daniel Ricciardo ist nicht an Felipe Nasser vorbeigekommen. Also da scheint anscheinend der Renault-Motor, ich wollte schon Renault sagen, nee, da scheint anscheinend der Renault-Motor nicht so wirklich stark zu sein, so wie letztes Jahr anscheinend sogar noch schwächer. Und der Ferrari-Motor scheint wirklich gut weiterentwickelt gewesen zu sein. Denn Vettel, so wie ich zumindest mitbekommen habe, hatte sogar öfters mal den höchsten Topspeed auf der Geraden. Also der Ferrari-Motor scheint schon rangekommen zu sein am Mercedes-Motor, was die Performance angeht. So viel auf jeden Fall dazu. Könnt mir auf jeden Fall noch vielleicht reinschreiben, falls jemand von euch alles gesehen hat, wie die einzelnen Autos ausgeschieden sind, weil das sind ja immerhin 7 Autos, die alle ausgeschieden sind. Bei Räikkönen weiß ich es, wie gesagt, selber, aber vielleicht kann man ja dann nochmal irgendwie vielleicht einen Abonnenten fragen, der das gesehen hat, oder eben einen Zuschauer, der das vielleicht schildern könnte in einem Kommentar. Wäre auf jeden Fall sehr nett, denn irgendwie habe ich auch keine Wiederholung gesehen von den ganzen Unfällen. Und ja, könnt ihr mir auf jeden Fall eure Meinung unten in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet so, Mercedes, wird Mercedes weiterhin dominant bleiben, kommt Ferrari daran, was mit Red Bull, was mit McLaren besonders los, ich meine, von 11 Autos, Platz 11, das ist schon ein bisschen erniedrigend, plus Platz 17 und 18 nur im Qualifying, also da könnt ihr mir auf jeden Fall eure Meinung unten in den Kommentar schreiben und dann würde ich einfach mal sagen, konzentrieren wir uns jetzt wieder aufs Renngeschehen, ist gerade auf Platz 5 im Williams Sandwich vor uns, unser Rivale Felipe Massa, hinter uns Valtteri Bottas und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Szene. So, eine Runde mal ein bisschen konzentriert und schon ist man im DRS-Bereich beim Felipe Massa. So, vielleicht können wir jetzt gleich nach Rouge das Überholmanöver starten. Auf der Geraden zum Ende des ersten Sektors. Ich meine, wir sind nah dran. So, jetzt eben gerade noch der DRS-Messpunkt gewesen. Das ist deutlich unter eine Sekunde, die wir da haben auf Felipe Massa. Der Windschatten könnte schon ausreichen, aber DRS ist natürlich besser. Achter Gang jetzt hier drin. Jetzt gegen Massa. Innen. Der versucht sich hier noch zu halten, aber wir kommen vorbei. Platz 4. So, Ende der 5. Runde. Jetzt hier der Boxenstopp auf jeden Fall angesagt. Wir kommen hinter Fernando Alonso rein. So, mal gucken, ob wir jetzt groß Zeit verlieren beim Boxenstopp. Vielleicht verliert der Alonso ein bisschen Zeit. So, bei uns läuft auf jeden Fall alles glatt. Und da vorne ist auch schon der Fernando. Sind wir ja mal fast in Österreich hinten drauf gedonnert, nachdem der ja in der ersten Kurve sau langsam war. Hoffentlich geht jetzt hier wenigstens alles glatt.
So, der Abstand hat sich auf jeden Fall verringert. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Jetzt auf den härteren Reifen unterwegs und weiterhin hinter Fernando Alonso, aktuell auf Platz 6. So, alte Position jetzt hier mit dem vierten Platz. Aber wirklich rankommen tue ich am Alonso nicht. Also wir tun uns hier ehrlich gesagt richtig schwer in Belgien. Besonders was Topspeed auf der Geraden angeht, bin ich ehrlich gesagt überrascht, dass es so langsam läuft. Irgendwie hätte ich deutlich höheren Topspeed erwartet. Wir können auf jeden Fall jetzt mal sehen. Wir kommen zurück auf 310 km/h. Oder sogar mehr jetzt. Aber es läuft auf jeden Fall nicht so, wie ich erwartet hatte. Mal gucken, wie es jetzt in den nächsten Runden noch aussieht. So, Runde für Runde. Es geht immer weiter. Wir ziehen Alonso immer Zehntel ab. 6 Zehntel sind es jetzt nur noch. Wir können hier wenigstens noch den Ehrenplatz 3 retten. Alter, war das gerade spät gebremst. Wieder dem Alonso fast in die Kiste gefahren. Aber zum Glück nur fast. So, jetzt wieder Orange. Vorletzte Runde jetzt. Können wir hier den Spanier im McLaren Honda noch einkassieren? Nach Orange jetzt Windschatten, das reicht schon. Der Windschatten reicht schon für Platz 3 vor uns Ricardo und natürlich Hamilton auf der 1. Aber wir haben wenigstens den dritten Platz. Ja, ich lasse den jetzt hier nicht vorbei. Ich lasse den Alonso nicht vorbei. So, Leute, wir biegen jetzt hier in die letzte Runde hinein. Das ist jetzt hier die letzte Runde, die 11. Runde von 11. Alonso ist immer noch dicht an uns dran. Also der versucht es, denke ich mal, jetzt hier nochmal nach Rouge. Vielleicht das gleiche zu machen wie wir. Hier ein Überholmanöver mit Windschatten und DRS. Wir könnten uns aber vielleicht durchsetzen. Das könnte hier eine enge Nummer werden zwischen dem zweimaligen Weltmeister und dem, zumindest in meiner F1 2014 Karriere, ebenfalls zweimaligen Weltmeister. So, er versucht es, Gimmisch 3 jetzt hier wenigstens noch ein bisschen mehr Leistung. Er kommt vorbei, wir versuchen es außen und wir kriegen es sogar hin. Ach du meine Güte, dass wir da nicht den Platz gefunden haben, das ist unglaublich, Leute. Das ist unglaublich. Wie man da noch eine Lücke finden kann, das ist unglaublich, dass man da noch eine Lücke gefunden hat jetzt hier gegen Alonso. Das war super eng, super knapp und wenn wir jetzt keinen Fehler machen, dann ist das unser dritter Platz. Aber damit wird auch Hamilton jetzt die Führung in der WM übernehmen. Denn der hat jetzt hier schon das zweite Rennen hintereinander weggewonnen. Oder nee, nicht das zweite. Ich glaube, hat er in Österreich auch gewonnen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob er in Österreich auch gewonnen hat. Ich denke mal schon. Dann wäre das jetzt sein dritter Sieg in Folge. Sprich, da sind wir deutlich im Nachteil. Gegen Lewis Hamilton, gegen den auch zweimaligen Weltmeister. Unser ewiger Rivale Alonso, er versucht es, denke ich mal, nochmal jetzt hier nach dem kurzen Kiesbett-Ausritt. Lewis Hamilton gewinnt, trotz des Rivalendaseins und Teamkollegen-Daseins und ewiger Rivalendaseins. Glückwunsch an den Sieg dritter in Folge, das kriegt auch nicht jeder hin, besonders wenn es gerade mal 7 Rennen gibt. Und wir retten uns ins Ziel als Dritter, jawohl. Starke Leistung von uns, denke ich mal. Von der 18 auf die 3 vorgekommen. Rivale Massa auf der 5 und Hamilton gewinnt. Und das tut er vor Daniel Ricciardo, vor uns, vor Fernando Alonso, Felipe Massa, Valtteri Bottas, Daniel Kvyat, Romain Grosjean, Max Verstappen und Carlos Sainz Jr. sichert sich den letzten Punkt. Ausgeschieden sind Felipe Nasser, Sergio Perez, Sebastian Vettel und Nico Hülkenberg. Damit hat Hamilton jetzt sogar 2 Punkte Vorsprung in der WM und in der Konstrukteurs-WM haben wir 74 Punkte Vorsprung. Sprich, es könnte in den letzten beiden Rennen nochmal eng werden zwischen Daniel Ricciardo, zwischen uns und zwischen Lewis Hamilton. Das war's von mir. Das war's mit der heutigen F1 2015 Mod Karrierefolge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Wie gesagt, 10 Likes sind das heutige Ziel. Wenn ihr das schaffen würdet, wäre es auf jeden Fall richtig krass. Richtig nice von euch. Das war's von mir, von dem heutigen Part. Im nächsten Part dann zum vorletzten Rennen. Wo das sein wird, werden wir dann sehen. Haut rein!